Auch wenn ich aussehe wie ein KPMG-Berater, weil ich ja eine Krawatte anhabe, im Gegensatz zu dem nicht zu dem KPMG-Berater. Ich bin Geschäftsführer der Firma Reporting Impulse. Schnell Mitarbeiter ausbilden. Und unser Ziel ist es immer, der Kunde muss es nachher können. Und nicht irgendwelche Berater, die sie da irgendwie 2 Jahre beschäftigen, die sind dann wieder weg und die können das dann nur und die bauen dann irgendwas. Der Kunde muss es nachher können. Es kann doch nicht so schwer sein, ein vernünftiges Dashboard mal hinzukriegen, wo ich einen Überblick über meine Zahlen habe, über meine Dinge und sowieso. Man kann keinem Vorstand heutzutage mehr erzählen oder keinem Geschäftsführer, ich kriege das nicht hin. Der ist von zu Hause, ist es gewohnt, macht Netflix an, macht Amazon Prime an. Es ist einfach, er hat alles auf seinem iPhone, ich kann das Wetter dort sehen. Und ein Unternehmen kriegt nicht mal die Daten visualisiert von den 10 Haupt-KPIs, die es so gibt. Unsere Erfahrung ist, wenn wir es implementieren, die Leute stehen am Anfang tierisch auf diese Tabelle. Was sie nachher nutzen in Wirklichkeit ist, morgens gerne mal das iPad oder schnell den Rechner an. Kurzen Überblick, wie läuft der Laden gerade gegen Plan, gegen Vorjahr, was auch immer, was man gerade trackt. Und dann sagt man, alles klar, wieder aus, weil ich weiß ja gerade, wie es läuft. Oder es läuft irgendwas nicht, dann weiß der automatisch, ach, da gehe ich rein. Und dieses System klappt jetzt nicht nur für ein Monitoring-Dashboard, das man einmal macht, das kann ich halt immer wieder machen. Und fragen Sie bloß nicht den Vorstand, gefällt dir das? Da kommt die Antwort immer nein. Oder er sagt, ich will das noch haben und das brauche ich noch und sowieso, ich will alles haben. Die sind dann im endlosen Prozess. Wenn man aber mit dem bespricht, hallo, wir haben jetzt so ein Konzept, wir wissen, was wir hier machen. Ich stelle dir mal das Konzept vor. Wir können das standardisieren. Möchtest du das haben? Wink das jetzt mit ab. Jetzt kannst du sagen nein. Und dann nachher zu sagen, jetzt baue ich erstmal alles nach dem Konzept. Dann ist man in einer anderen Rolle. Man ist nicht mehr in der Rolle, dass man da hingeht und sagt, bitte, bitte, gefällt es dir? Man ist in der Rolle, ich habe es nach dem Konzept gebaut, das wir zusammen verabschiedet haben. Was da inhaltlich rein soll, Ihnen überlassen. Aber wie es aussieht und wie der Klickpfad ist, das bringen wir mit. Und dann wird nicht diskutiert, was passiert, wenn ich darauf drücke, darauf drücke, darauf drücke. Es ist immer einheitlich. Und jetzt, was ist das Coole? Wir sind ja eigentlich total produktneutral. Uns ist es ja egal, was der Kunde hat. Wir stehen aber hier mit Board, weil Board unseres Konzept quasi schon komplett implementiert hat. Das bedeutet, ich kaufe Board in der Visual Cloud und habe schon das Best of Reporting Impulse in dem Tool. So, wenn Sie sagen, okay, der Wiener redet auch so schnell und er hat ein paar gute Sprüche. Was ich Ihnen empfehlen kann, ist, wir haben eine Reporting Impulse Academy, nennen wir das. Da ist alles, was Information Design, Dashboarding geht, etc. online verfügbar. Bedeutet, Herr Stahl führt Sie in Deutsch und Englisch da einmal durch. Alles, was Sie da lernen, können Sie dann auch morgen im Board anwenden.